Ja, mein Name ist Thomas Albers, ich bin Geschäftsführer der Kulturbüro GmbH und die Kulturbüro GmbH organisiert das Jazzfest. Ja, also ich bin Katrin, ich bin seit 2003 beim Kulturbüro und 2003 auch war mein erstes Jazzfest. Otto Lohle, von Anfang an mit in der Organisation des Jazzfestes Kronau. Also im letzten Jahr haben wir unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Sind wir ein kleines Stückchen stolz drauf und wir hoffen, dass es noch etliche Jahre so weitergeht. Ich kann mich noch dunkel an die ersten interessanten Diskussionen erinnern, als wir auch für verrückt erklärt wurden in einer Stadt mit über 20% Arbeitslosigkeit und ausgerechnet Negermusik, um das mal ganz boshaft darzustellen, ins Münsterland zu holen. Was mir besonders schön gefallen hat, dass wir in den letzten Jahren auch jüngere Besucher bekommen haben. Das heißt, das Umswitchen auf Max Herre und Stefanie Heinzmann, da haben wir doch gesehen, dass wir wieder auch anderes Publikum erreichen können. Und dass es funktioniert hat, das hat Spaß gemacht. In diesem Jahr freue ich mich auf das Gesamtpaket Jazzfest einfach und konzerttechnisch gesehen Mother's Finest. Da war ja damals das Konzert auch super. Und ja, auf die Zusammenarbeit mit allen wieder.